der Beitritt Schwedens zur NATO. Dem steht, wenn man die Fakten anschaut, nichts mehr entgegen. Schweden würde sehr perfekt zur NATO passen. Es ist ein demokratisches Land. Es ist ein Land, das über eine sehr leistungsfähige Landesverteidigung verfügt und diese auch so ausgerichtet hat, dass sie praktisch ohne weiteres in den NATO-Zusammenhang hineinpasst. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die NATO Finnland und Schweden als Mitglieder eingeladen hat. Und ich bin froh, dass der Beitritt Finnlands schon erfolgt ist. Und ich hoffe, dass es uns auch bald gelingt, dass Schweden NATO-Mitglied werden kann. Das nehme ich jetzt mal als die positive Botschaft aus den Äußerungen des türkischen Präsidenten, dass das auch aus seiner Perspektive eine vorstellbare Entscheidung der nächsten Zeit ist. Und ich will weiter mich dafür einsetzen, dass sie so schnell wie möglich, am besten gestern und nicht heute, getroffen wird. Denn Schweden erfüllt alle Voraussetzungen für eine NATO-Mitgliedschaft. Die andere Frage ist eine, die damit nicht zusammenhängt. Und deshalb, finde ich, sollte man das auch nicht als ein zusammenhängendes Thema verstehen. Sie wissen, dass die Europäische Union bei ihrem letzten Rat beschlossen hat, dass sie die Kommission bittet, uns über den Stand der Beziehung zu berichten und wie wir die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei wieder verbessern und voranbringen können.